Damn. Yeah. Hallöchen. Mal wieder eine ungewohnte Position, aus dem einfachen Grund, dass es draußen geregnet hat und ich das Paket nur schnell reingeschleppt habe und keinen Bock hatte, in den Keller zu gehen. Und da ich so circa weiß, was in dem Paket drin ist, und ich werde wahrscheinlich von den einzelnen Sachen nochmal gesonderte Videos machen, deswegen machen wir es jetzt einfach mal so. Ist vielleicht nicht in gewohnter Qualität, aber juckt mich nicht. Achso, noch eins vorweg. Einige Leute werden sich wahrscheinlich gewundert haben, warum das zweite MRE-Video nicht kam. Das haben wir ein bisschen verkackt. Und zwar waren wir da, was haben wir dann im Keller gedreht? Da waren wir fast immer aus dem Bild raus und das sah echt unterirdisch aus. Das wollte ich euch nicht antun. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Es ist schon auf, weil ich gerade schon mal eine andere Kameraposition hatte. War aber scheiße. Und jetzt habe ich es geändert. So viel dazu. Das Ganze kommt von Nathan. Das hat ja eigentlich schon Tradition. So einmal im Jahr kommt hier ein Video von ihm. Also ein Paket von ihm. Mit irgendwelchem irrwitzigen Zeug. Diesmal hat er was gehabt, was mich ultra interessiert hat. Und für einen mega geilen Preis. Danke nochmal dafür. Und ja, aus der einen Sache sind dann zwei geworden. Und wie man Nathan kennt, sind aus zwei möglichst so groß wie das Paket ist, wahrscheinlich 20 geworden. Keine Ahnung, Katze ist auch schon ganz interessiert. Wir schauen einfach mal. Und Nathan, ich habe aufgepasst, ich habe vorsichtig gemacht. Du siehst, es ist kein Schlitz drin. Da ist Numero 1. Der ist einfach mal so mit rausgesprungen. Die gucken wir uns jetzt schnell an. Darüber mache ich dann nochmal ein gesondertes Video, weil das schon doch schon ein bisschen spezieller ist. Das ist ein Losi Nightcrawler 2.0. Hat Gefahren nichts. Ist quasi neu. Ist der erste Comp-Crawler oder erste richtige Comp-Crawler auf meinem Kanal und mal sehen, was wir damit so Lustiges anstellen. Auf jeden Fall hat der Nightcrawler ein paar lustige Eigenschaften, die sehr interessant sind, aber die zeige ich euch dann in dem Nightcrawler-Video. Mal sehen, wenn ich Lust habe, kommt das vielleicht sogar noch heute online. Mal sehen. Aber dann schieben wir es erstmal zur Seite und machen einfach mal weiter. Was haben wir noch? Oh, sehr schöne Ständer. Ich denke mal, die sind für Nightcrawler zum Drunterstellen. Sehr, sehr schick. Eine Seite hier ist ein bisschen locker geworden. Muss ich mal neu einkleben. Sehr schick aus Metall. Auch haben ein gutes Eigengewicht. Schöne Dinger, ey. Gut gemacht. Anscheinend mit Hitze ausgeschnitten. Keine Ahnung, Laser oder so, oder Plasmaschneider. Ich weiß nicht, ob die Nathan selber gemacht hat. Sehen auf jeden Fall geil aus. Revell Plasto. Spachtelmasse. Ah, Spachtelmasse. Alles klar. Okay, danke dafür. Hier haben wir, das war bestimmt gerade Nathan, weil ich habe ihm eben geschrieben, dass sein Paket angekommen ist. Hier haben wir die Funke zum Nightcrawler. Das ist dieselbe, die ich auch beim Vaterra habe. Muss ich mir noch was einfallen lassen, dass ich die auseinanderhalten kann. Verpackung, Verpackung, Verpackung. Und ein kleineres Paket. So, dann tauschen wir die ganze Sache mal. Mupp. Bayer Vivac. Okay. Krass. Oh, was ist das denn alles? Leder? Ist das Leder? Ne, Moosgummi, oder? Moosgummi. Stoff. Ah! Das sind doch diese Polystyrol- oder ABS-Platten, ne? Diese. Was ist denn der Shit? Woraus die Kanadier immer so geile Karos bauen. Das ist ja geil, da kann ich endlich mal probieren, ey. Weil wie viele? Freak.
einfach nur Freak. Oh, da ist das, um was es eigentlich ging. Oh, da liegt was drin. Was könnte das sein? Tamiya. Toyota. Hilux, genau. Das wird die neue Karo für meinen Vatera. Hartplastik und dafür auch Spachtel. Es wird alles rausgetrennt hier und wird dann neu versiegelt. Geile Sache. Oh. Kann ich gleich das Ding schnell reintun, nicht dass ich es verliere. So. Anbauteile. Lightbar, Käfige, Blinkerhalter, Gläser. Dann nochmal das Ganze in Chrom. Hier geht's weiter. Da ist schon wieder was runtergefallen. Was haben wir hier? Hier haben wir. Das sieht mir fast aus wie Karohalter oder sowas. Armaturenbrett, Frontgrill, richtig geil, ich liebe diese Karo. Ah, hier ist Innenleben, ups, da war eine Stoßstange, mit Leder bezogen, richtig geil. Stoßstange, eine ist gerade schon runtergefallen, das ist die hintere. Geil, ey. Oh. Das war schon immer meine Lieblings- oder was heißt Lieblingskaro? Das ist die Karo, die ich eigentlich schon immer mal haben wollte. Die mir aber immer zu teuer war. Bei RC4WD, wo die Qualität fragwürdig ist, kostet so eine Karo weit über 100 Euro. Bei Tamiya ist sie ein bisschen günstiger. Problem ist aber bei Tamiya, haben wir ja gerade gesehen, die ganzen Löcher, das ist ja eine von Tamiya hier. Hier haben wir nochmal Gläser, Scheiben und so. Problem bei Tamiya ist halt, man muss noch viel machen. Ist aber nicht das Problem, weil für den Preis, was ich dafür bezahlt habe, mache ich das gerne. Und hier haben wir dann vorne. Ehrlich gesagt bin ich erschrocken über die Größe von der Karo. Wenn man die im Video sieht, wirkt die immer so klein gegenüber anderen. Aber ist echt heftig. So wie ich sehe, war sie schon angeschliffen vorne, glaube ich. Hier kommt auf jeden Fall das Loch kommt zu. Und dann mal sehen, welche Löcher hier noch weg können. Ich denke mal, die werde ich alle wegmachen komplett. Mal sehen, was wir da draus machen. Vor habe ich so eine Art Used Look zu machen. So, keine Ahnung, das Auto komplett braun, dann eine blaue Tür, gelber Frontfender, rote Motorhaube, so in der Art. Bisschen zerbeult, bisschen zerkratzt. Und das war's. Es sind noch Kleinteile rumgeflogen im Karton, die muss ich dann nochmal gucken. Was das hier ist, das ist wie so eine Art Kunststoffzeug. Hier steht irgendwas. Vivac Pet. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber es ist so eine Art. Ich komme jetzt nicht drauf. Nicht Lexan, aber sowas in der Art. Ja, also das ist die Ausbeute, sag ich es mal. Von dem Paket. Nathan. Nochmal vielen, 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 vielen Dank. Warte mal, passt die auch? Ja, passt. Vielen, vielen Dank. Und ja, die Karo und das Auto seht ihr nochmal in einem gesonderten Video. Und dann würde ich erstmal sagen, danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.